der Doku hatte das mit Zeitstempel, der war nicht cool. Das Ding ist in den Pfeifen geschnitten. Ja, gut, dann schauen wir uns das später an. Sag mir noch LOLCAT, wo kriege ich denn jetzt einen Text her? Ja, das ist schon gut. Ja, das ist LS. Host der Brille. Da stehen sicher Geheimnisse drinnen in meiner Hosts-Datei. Weil kann man natürlich schon machen. Das macht natürlich schöne Regenbögen. Kannst du die Transparenz wegnehmen von dem Terminal? Dann ist das nicht so fahl. Na schau. So. Sehr schön. Das ist so ein serialer Anwendungszweck für LOLCAT. Es könnte noch mehr Farben haben. Noch mehr Farben? Ja. Das sind doch schon 256 Farben, das ist doch. Sind es das wirklich? Na, okay. Ja. Also. Mein Kleinstes mag mich jetzt gerade nicht. Kuh sagt was. Was war noch? Sparkle Share? Ja, ja. Killt bei mir unglaublich viele Dateien und kommt mit einem Gigabyte RAM nicht aus, um 20 Megabyte Dateien zu synken. Jetzt nicht so, hat mir jetzt weniger Spaß gemacht, ich bin wieder rausgeflogen. H-Top hatten wir noch, oder? Hatten wir nicht. Gibt es nicht unter als Tenor? Bist du dabei? Na, das ist eh meine Maschine. Das ist außerdem schon Papier, aber ich glaube H-Top ist... Es ist erfahrungsgemäß, dass unter OS 10 dann nicht alles so angezeigt wird, wie es unter Linux geht, weil die Kollektoren fehlen, aber H-Top geht. Das sieht dann so aus. Mac OS 10 Support in the official H-Top 1.x3. Also genau, bis auf das Obs-Base nicht angezeigt wird und so. Ein paar andere Geschichten auch müssen partiell funktionieren. Aber prinzipiell geht das. Also das ist ganz gut. Auch noch gibt, ist ein ARM. ARM ist für die Leute, die ein... für die Leute, die Tor verwenden und lokal den Tor-Daemon-Rennen haben als Client oder ein Relay verwenden, laufen lassen, gibt es einen hübschen Command-Line-Client, mit dem man sich anschauen kann, was denn so der lokale Arm, die man gerade tut, Tor, die man tut, mit Bandbreiten, und man kann sich da anschauen, seine Circuits und die Config und was es da so alles gibt, und eben auch so hübsche kleine Graphen, die man Dinge tun kann. Kann man auch, das, was quasi grafisch die Vidalia bisher getan hat, ist jetzt da in Arm in dem Command-Line-Tool drinnen. Ich kann auch neue Circuits bauen und solche Sachen. Das ist recht angenehm. Auch Python.
Okay. Genau. Muss noch jemand noch mit ins Textpad schreiben, das wäre lieb. Sonst noch irgendwelche tollen Dinge habe. Gibt's nicht. Und heißt das Package irgendwie anders, nicht nur einfach ARM? Nein, das heißt wirklich nur ARM. Unter OS X gibt es ein tolles Command Line Utility, das heißt Caffeinate. Und das verhindert einfach den System Sleep. Mhm. Also wenn man mal irgendwie präsentiert und nicht sicher ist, ob das eigene Tool das gerade von alleine tut, das System am Schlafen zu hindern, damit irgendwie nicht da ein Bildschirm ausgeht und dann der Beamer weg ist und so weiter, wer einen Mac hat, da gibt es Caffeinate dafür. Ist wahrscheinlich ziemlich Darwin bzw. Apple-only als Tool, also als skurriles Ding ist es immer sehr interessant. Was ich gerne hätte, wäre ein paar Tipps zu Zshell. Zshell? Ja, weil ich habe nämlich so tolle Dinge wie cd.dot und dann kann ich jetzt keinen Slash für Auto vervollständigen per Tab und ich finde den Fehler nicht. Das habe ich gehofft. Was? Oh mein Zshell. Ja, das ist schon um ein Zshell. Aber genau damit habe ich diesen Bug. Gut, das kann ich das nicht einfach so. Das ist so eine andere Frage. Ansonsten. Lost Focus maybe? Oder bist du woanders? Ich bin gerade ganz bewusst woanders und schaue gerade was nach. Aber sonst habe ich so keine wirklich erregenden, tollen Dinge zum Tier zeigen. Na dann, wenn du gerade am Suchen bist, vielleicht gehen wir weiter. Vielleicht an den neuen Herrn dort, der da zu uns gestoßen ist. Ich habe gehört, er kennt sich mit Debian aus. Das sind nur Gerüchte. Das sagen sie alle. Das sind Gerüche.